Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Röpping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, wie im letzten Part angekündigt, bin ich jetzt irgendwo anders und vielleicht kennen einige diesen Ort hier noch wieder, weil das ist jetzt schon 30, 40 Parts her, als wir für die Railroad hier mal eine Mission gemacht haben und ich habe mal Cottswood mitgenommen und ja, das war, als wir hier diesen Prototyp beschaffen mussten, irgendwo in dieser Anlage da hinten. Und ja, da habe ich natürlich irgendwann mal das hier entdeckt. Eine Power Armor. Ja. Und die war, glaube ich, durch ein Ding ja verschlossen, nur verbessert ist das sogar, okay. Komischerweise sind alle Sachen Wenn hier man wieder das voll. gebrauchen kann, fressen Und Fliegen besser. ja. Schließen wir halt mal auf, damit ich die Power Armor haben kann. Dann habe ich glaube ich schon fünf. Sind alle meine Basis im Moment, die ich bald zeigen werde. So. Schnell speichern, darf natürlich nicht vermasseln, ja, sonst kommen wir nie mehr da rein. Und bis ich erstmal. Ich hätte noch in Erinnerung, aber bis ich das mal gefunden habe wieder. Ich muss erst mal ein paar Geschafft. nachgucken, wie ich da, wo ich da hin muss und so. Und das war nirgends auf der Karte verzeichnet. Und das, boah. Muss ich erst mal gucken, ey, boah. Wann ruft der mal die Karte auf, damit ich sehen kann, wo das ist? So. T45, mit dem Fusionskern. Der 100 allerdings ist. Ich hätte aber gerne einen schon etwas angenagten Fusionskern. Puff. Und zack. Ich weiß nicht, ob ich die schon hab. Ich glaube schon. Ist auch bis auf den Helm und bis auf das linke Bein nicht vollständig. Aber was soll's, Power Armor. Geil, ne? So, dann habe ich hier noch was entdeckt. Und zwar ist irgendwo ein Wohnwagen, der verschlossen ist, aber ich kann ihn irgendwie öffnen. Das sieht cool aus. Der ist verschlossen mit einem Schlüssel. Und kann ich ihn öffnen? Ja. Weiß nicht, wo ich den her habe, den Schlüssel, aber ich habe ihn. Und natürlich nehme ich dann hier alles mit. Meine Pulsmine. Was haben wir hier noch? Nehmen wir die mal mit. Und ja, ich habe jetzt nichts Besonderes geplant. Das soll die letzte Aufnahme für heute sein und deswegen gucken wir mal so random hier, was hier nur alles ist. Jetzt kann ich die Markierung auch wegmachen. Was ist denn der nächste Ort hier? Oh, automatisch speichern, sehr gut. Was ist in dem Häuschen da drinne? Gucken wir mal. Meine Power Armor kann mir sowieso nichts passieren, da möchte ich sowieso jetzt nicht in irgendeine Mission reinrennen erstmal. Deswegen gucken wir uns hier ganz locker erstmal um. Ich habe den Wohnwagen nicht erkundet, also nehme ich mal an, ich habe hier das Gebiet auch noch nicht erkundet. Hier die Gegend. Da können vielleicht sogar sein. Genau nicht. Keine Ahnung. Oh, ist echt gar nichts außer Stimpaks und Reddix. Was haben wir denn da? Das ist wie so ein Bunkerzeichen. Was für einen Verteidigungswert habe ich jetzt? 456. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Sie schuldet uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Campdealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Da scheint wieder irgendwas abzugehen. Sind aber nicht freundlicher, glaube ich. Ich meine, ich habe gerade rote Zeichen gesehen, aber kann ich mal auch eingebellt haben. Ist eine Red Rocket Station. Ist Gammelkala, was? Wohnst du hier? Was machst du denn hier? Drumlin Dinner. Ach ja, und der Dingens, der Effekt für Piper. Wenn ich mehr Erfahrungspunkte bekomme,
Ich erkundete Gegenden und so, der ist immer noch aktiv. Gut, ne? Ja. Hey, immer mit der Ruhe, Mr. Power-Rüstung. Das geht dich nichts an. Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du kannst sie zur Vernunft bringen? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus Meinst du einen den, kleinen wo, vor dem Laden wir gerade gemacht. stehen? Ich verkaufe ihr Cams, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Jet? Was ist Jet? Mein Was? Kassenschlager. Davon lernst du fliegen. Das macht dich schneller. Nimm vor einem Kampf mal ein Näschen. Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein. Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich habe dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Ich weiß noch nicht mal, was die andere. Mir scheint, als hätten Sie das Jet nicht kaufen und du es ihnen nicht verkaufen sollen. Ja, klar. Hinterher ist man immer klüger. Also, hilfst du uns jetzt oder nicht? Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Sir, haben Aufstellung. Sie einen Augenblick? Aber natürlich. Wozu? Ich bin ganz Ohr. Oh, danke, Sir. Sehr freundlich von Ihnen, wie immer. Ich wollte Ihnen nur sagen, welche Ehre es für mich ist, Sie zu begleiten. Sie glauben ja nicht, wie schrecklich die letzten 200 Jahre waren. Diese Zerstörung. Und nicht zu wissen, ob es Ihnen und der Familie gut geht. Was für eine Erleichterung, den Eingang unbeschädigt vorzufinden. Es tut mir leid, Cotsworth. Es kam alles so plötzlich. Keine Zeit für Abschiede. Kein Problem, Sir, da Ihre Prioritäten auch meine waren. Die Sicherheit der Familie geht vor. Und obwohl es anfangs schwierig war, habe ich es irgendwann geschafft. Zuerst mit Arbeit, mit Beschäftigung, Tag und Nacht. Und glauben Sie mir, davon gab es reichlich. Schließlich wurde die Arbeit einfach. Was mich gerettet hat, waren meine Erinnerungen an Sie, Braucht haben Erinnerung? Ihre Frau und den kleinen Sean, an Ihre Liebe und Güte. Ich habe gekämpft, angetrieben von der Hoffnung, dass Sie und Ihre Frau, dass Sean oder vielleicht seine Kinder eines Tages herauskommen würden. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich wünschte, wir hätten alle rauskommen können, als Familie. Ich auch, Sir. Ich auch. Das ist bedauerlich. Sie sollten wissen, wie sehr ich Sie als Familie sehe. Für manche bin ich nur ein Roboter. Hoffe aber, für Sie mehr zu sein. Du bist für mich auch ein Teil der Familie, Cotsworth. Wir werden noch eine Weile auf dieser Welt sein. Zusammen. Sie wissen ja nicht, wie wunderbar es Ich kann ist, ja meinen Namen nicht sagen. Zu hören. Ich fühle mich wie neu geboren. Naja, genug geplappert. Machen wir weiter, ja? Aber natürlich, so. Gammelkader, dich sehe ich an einigen Orten. So, überredungsmäßig sollte ich vielleicht mal andere Klamotten anziehen. Eine Sekunde kurz. Was wird hier? Meine Charisma-Klamotten. Bis auf das Dingen, das komischerweise irgendwie weggeht, das Halstuch, ne? Aber ich mir nur eingebildet.
erst krachen, Sir. Okay. Ja, ist gar nicht ein Red Rocket Station. Oh, da stimmt, das ist ein Diner. Okay. Ne, ja, meine ich bekomme nicht Charisma durch meine Power Armor, ne? Schade. Hier nehme ich normalerweise Stärke und so, die ist sogar noch topfit. Oh, und da ist der Patrick, nehme ich an. Entschuldigung? Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Ich möchte dir helfen, Trudy. Was kann ich tun? Räum Wolfgang aus dem Weg. Ich weiß nicht, was er dir geboten hat, aber ich zahle 100 Kronkorken, wenn du diesen Jet umbringst. Ich will ja niemanden umbringen. Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir. Dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Das wird wohl nichts, Trudy. Dann muss ich wohl tun, was ich tun muss. Au! Nein, nein, nein. Ich wollte sagen, was ihr wollt, aber ich möchte am wenigstens versuchen zu überreden. Ich weiß, Konsequenzen, erster Spieldurchlauf und so, aber ich möchte wenigstens versuchen, ob ich das schaffen könnte. Weil ich sage einfach nein und dann schießt sie mich einfach tot. Super. Wer bist du? Ach, Gabelkader. Hallo. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Aha. Also du schuldest ihnen Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege. Niemand wird verletzt. Okay, ich zahle. Aber okay. Dieser Mistkerl verkauft meinem Jungen kein Jet mehr. Hörst du das, Wolfgang? Du kriegst dein verdammtes Geld. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du meinem Sohn nochmal Camps verkaufst. Kein Problem, Trudy. Dein Sohn ist sowieso total pleite. Okay, Krise beendet. Wenn du handeln willst, komm zur Theke. So. Wir werden bezahlt und ich muss niemanden erschießen. Gut gemacht. Hier, soll ich dir meine Muntermacher zeigen? Okay. Zeig mal, was du so hast. Du brauchst so verliere ich auch keinen Händler. Sauwart. Leider habt ihr nur Gems und so, ne? Ja, Stimpacks brauche ich nicht. So, alle sind glücklich und zufrieden. Entschuldigung? Ich bin die starke Schätzchen. Mach mich nicht sauer, okay? Okay. Wir haben wieder geöffnet. Mit etwas weniger Waren, dank dir. Willst du das wieder gut machen und was kaufen? Kommt drauf an. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. General Chaos Rache. Okay. Schon wieder was Einzigartiges. Weißt du was? Ja, damit habe ich noch Zigaretten und so, die ich verkaufen kann. Nö. Meine Nuka-Cola, ein meiner Mentats, ein meiner Medics, 4 von denen. Dann haben wir gleich alles wieder rein. Von denen brauche ich auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Das brauche ich sowieso nicht. Nimm das. Dann hätte ich mal etwas mehr. Na, warum kostet der so wenig? Aber ich habe noch Kronkorkenminen, okay. Nimm ein paar Impulsminen vielleicht noch. Ja, ich... Um sowieso nicht dazu zu benutzen. Warte mal noch. Kannst auch noch haben. Kannst auch noch zwei haben.
Wer nimmt das? Nein. ja. Hab nicht so viel Verlust gemacht. Ja, ich kann kein Licht anmachen. Ich nehme nie wieder Ted. Ich schwör's. Hi. Es juckt. Es juckt überall. Okay. Mehr kann ich ja nicht erledigen anscheinend. Gut. Ich muss einen Laden führen. Willst du was kaufen? Oh, hallo. Gut. Neue Waffe, die ich wahrscheinlich verbessern werde und so. Gut, was haben wir noch hier? So kleine Aufgaben sind doch auch was Schönes. Oder ist der Starlight Drive-In? Ja, wo haben wir ja noch? Weil ich sehe nichts auf der Karte. Das haben wir erkundet, das haben wir. Schauen wir mal irgendwo hin, wo verdächtig ist. Wo sieht denn verdächtig aus? Da sieht verdächtig aus. Da ist ein Bunker oder irgendwie sowas. Ja, mal da hin. Und hier ist auch noch was. Okay. Von hier kam ich genau. Ja, da ist noch so ein Bunker, da gehen wir noch rein und gucken mal, was hier los ist. Nach der Aufnahme habe ich sowieso wieder voll viel Geld, nehme ich an. Oh nee. Okay. War schon. Mal da drin? Weiß ich nicht. Deed? Nein. Mate? Nein. Slit? Nein, verdammt. Dann wurde ich Slit. Your Trove. Unit. Gift. Schön. Jawohl. So. Gewonnen haben wir. Nichts Besonderes. Ich kann da schlafen, das ist sehr gut. Nehme meine ganzen Granaten wieder. Ich kann nicht schlafen, wenn ich Pausung trage. Mann! Wow, das hat's vollgebracht. Was? Warst du auch hier drin? So, was sieht da noch verdächtig aus? Morgenfront, da waren wir schon. Gehen wir mal da lang. Was ist das denn da hinten? Oder gehen wir mal auf die Autobahn. Hey. Oh, echt. Wollt ihr eigentlich? Seht ihr nicht, was ich für eine Rüstung gerade trage? Uff. Sehr schön. Oh, da sehe ich jetzt gerade eine ganze Basis. Diesen Typen. Oh Mann. Was wollt ihr denn? Oh Gott. Das Auto. Ah. Ich habe das sogar überlebt. Sehr gut. Zwei Autos waren das. Was? Ja, schon immer einen Flammenwerfer gehabt. Da bin ich blind gewesen die ganze Zeit. Oh Gott. Auf so schießen, Mann! Alter! Boah. Okay, da geht nicht kaputt. Okay. Herzliche Einladung.
nehme ich doch jetzt mal persönlich. Schon immer mit. Wie viel kann ich jetzt eigentlich tragen? Viel mehr. Ich dachte, ich kriege keinen Stärke-Bonus. Ich habe aber keinen Stärke-Bonus gesehen irgendwie. Wo einige Sachen geben irgendwie Bonus, wenn man ein komplettes Set trägt, ne? Einige Lackierungen waren jedenfalls so. Was haben wir hier noch Schönes? Die Ganai sind immer in solchen Dingern, kann das sein. Die feine legendäre Ganai. Ja. Vielleicht mal mein Dingens einsetzen, das habe ich schon ein bisschen verbessert, ja. Soll ich jetzt mehr Schaden machen? Ja, ich glaube schon. Ja, geblieben. Oh mein Gott. Ah. Mal eben aus der Ferne. Du kannst. Oh Gott, was? Könnt ihr mal stehen bleiben? Soll ich nicht euch. Autsch. Hey. Der ist da richtig kaputt gegangen. Mann. Ja, okay, so ein Holzbrett kann ich mir vorstellen. Er hat nicht so. Zum Glück hatte ich die Powerrüstung an. Ich habe meinen Fall gebremst. Meine Güte. Ich springe jetzt überall rüber. So, kommt her. Ja, meine Beine gehen natürlich auch kaputt, ne? So, aber die sehen mich jetzt nicht mehr, ne? Seid ihr auch runtergefallen? So, Bruderschaftsstyle. Seid ihr? Ernsthaft, wo seid ihr? Die sind verschwunden. Oder loot ich eben alles hier. Wenn ihr abgehauen seid. Oh, da sind die. Oh, einen von euch mache ich jetzt kaputt. Gibt's doch nicht. So, einer ist endlich mal kaputt gegangen. Das ist Cotswold aus irgendeinem Grund. Was? Nein, nicht. Wieder kaputt. Das ist auch ein Lasergewehr, merke ich gerade. Oh, sehr gut. Catcher Kopfschuss. So, das war gut. Ah, ich habe schon einen Fusionskern verbraucht. Aha. Ja, wo seid ihr denn hier hingegangen? Da ist noch ein Eingang, hallo?
Wir meinen ganzen Minen wieder zurückbekommen. Halstuch. Ein grünes Halstuch. Kann ich jetzt nicht sehen und ausrüsten. Okay. Also ein paar Orte entdeckt, die nicht verzeichnet sind auf der Karte. Saubert. Was ist da hinten noch gar nichts? Nur. Mein Bein ist kaputt gegangen. Gut, dann könnte ich den Part eigentlich beenden. Weil ja nichts Besonderes ist. Ja, richtig schon. Ja. Da sind ein paar Orte anscheinend noch, aber was soll ich die jetzt schon erkunden? Obwohl, hier ist noch ein Ort direkt. Was hat hier diese Basis? Autsch. Was ist das hier? Na, dann mal hier. Na komm. Gegen so ein paar Gegner hätte ich jetzt eigentlich nichts einzuwenden. Ich könnte den Part noch füllen. Na egal, ich habe den Ort nicht erkundet. Vielleicht besser so, dann weiß ich auch, dass ich da noch nicht war. Hat nichts mehr zu passieren hier. Ja. Da kann ich nicht schlagen. Noch mehr. Aber. Hier. Hast du noch was zu sagen? Bedienen Sie sich. Oh, danke. Unser Verhältnis zueinander. Was denkst du darüber? Ziemlich gut, Sir. Sie können sich nicht vorstellen, wie schön es ist, endlich wieder jemandem dienen zu können. Das war alles. Na gut. Na gut, dann kann ich ja die heutige Session beenden. Und wir rennen dann Cotswold in der nächsten Folge irgendwo anders rum und machen irgendein anderes Zeug im Ödland. Guter Plan? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge von Let's Play Fallout 4.